Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, El Coleccionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Folge, 1-6 Custom. So, fangen wir an, 2020 mit dem ersten Custom. Wie ihr sehen könnt, wir werden heute über Star-Lord reden. Aber bevor wir jetzt über das ganze Custom-Projekt anfangen, wie ihr sehen könnt, habt ihr bestimmt schon gemerkt, was hier natürlich nicht mehr im Originalzustand ist. Muss ich kurz euch eine Geschichte erzählen. Folgendes. Diesen Hetzgehalt wurde von einem Sammler, Künstler in dem Fall, der Marco Hase heißt. Hase mit Doppel-A, also nicht Hase. ich habe mit ihm Kontakt genommen, erst vor ein paar Tagen. Wie gesagt, ist ein Sammler, der erst vor ein halbes Jahr mit das ganze Custom-Projekt angefangen hat, hat er mir erzählt. Am Anfang hat er natürlich ein paar Skulls so gesehen für sich halt getestet, um zu sehen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. In dem Fall reden wir halt von Haare implantieren oder Rooted Hair auf eigenen Headscalp zu machen. Und hat sich halt mit das ganze Thema halt immer mehr beschäftigt. Irgendwann hat er angefangen, so seine Arbeit halt in verschiedenen Facebook-Gruppen zu posten und auf seinen Instagram-Account. Den übrigens werdet ihr später alles in der Beschreibung finden. Sein Instagram-Account ist in dem Fall Tom Hansen 1984. Wie gesagt, findet ihr alles danach in die Beschreibung. Guckt ihr euch das halt auch an. Da werdet ihr natürlich auch andere Arbeiten finden, die er schon gemacht hat. Ja, und wie gesagt, hat er halt gepostet, wurde halt natürlich irgendwann halt angesprochen, ob er auch Aufträge so gesehen machen würde für andere Sammler. Darauf hat er sich natürlich sehr gefreut und hat angefangen, so gesehen auch für anderen Sammler Custom-Projekte zu machen. Und ja, und jetzt erst vor kurzem hat er halt in einer Facebook-Gruppe halt was gepostet, ob ein Sammler ihm eine Figur ausleihen könnte, damit er ein paar Bilder schießen könnte. Und ja, ich habe ihn halt angeschrieben und ich habe gesagt, ich sage, hey, weißt du was, wie wäre es, wenn du mir deine Sachen halt schickst oder halt irgendein Skype und so und ich mache dir halt ein Video, damit halt auch anderen Sammler so gesehen können, andere Sammler sehen können, was wie deine Arbeit so gesehen aussieht. In dem Fall ging es ja um Star-Lord, wie ihr sehen könnt, und ich habe ja die Figur und habe gesagt, dann kann ich das halt ein bisschen besser zeigen, damit sich halt alle so ein bisschen eine Idee machen können, wie das Ganze halt aussieht auf eine Figur mit hoffentlich auch gute Aufnahmen und da hat er sich halt sehr gefreut und hat gesagt, klar, können wir auf jeden Fall machen, und hat er mir das halt geschickt. Und ja, wie ihr sehen könnt, kann ich es euch jetzt natürlich halt zeigen auf meine Figur, auf den Star-Lord von Volume 1, was auch ganz gut passt. Und und wie gesagt, und das Ganze halt so halt angefangen und das ist jetzt ein Headscalp, was er gemacht hat, dass er halt die Haare implantiert hat. In dem Fall, falls ihr denkt jetzt, ja okay gut, aber sieht eigentlich schon ganz cool aus, aber die Haare sehen so ein bisschen struppelig halt aus, also die Frisur sitzt halt nicht ganz genau, aber das ist halt mit Absicht so gemacht und ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut, weil es wurden schon anderen Customs gemacht über, auf diesen Headscalps, also von anderen Künstlern, und voll oft war die Frisur perfekt gestylt, ultra gegelt, was auf den ersten Blick vielleicht ganz cool aussieht, aber was im Endeffekt überhaupt nicht die Realität entspricht. Weil für die, wo natürlich ja den Film angeschaut haben, wissen ganz genau, zum Beispiel jetzt in dem Fall, bei den, im ersten Teil, er ist ja auf diesem Planet, ich glaube Morak hieß es, da wo er so gesehen den Lorb finden muss, in dem Fall das Ding hier, was er gerade in der Hand hält. Und und die Anfangsszene auf diesem Planet regnet und ist sehr windig, er ist komplett nass. Und wie gesagt, und die ganze Haare natürlich fliegen halt so ein bisschen um die Gegend halt, weil, wie gesagt, sehr windig ist. Und deswegen passt diese Frisur auch viel besser, finde ich, als wenn die jetzt perfekt gestylt wäre, so ultra glatt auf seinen Kopf, was überhaupt nicht realistisch wirken würde. Aber wie gesagt, vielleicht optisch auf den ersten Blick würde ihr denken, ah, okay, cool, aber im Endeffekt, so ist es nicht. Ne? Guckt ihr euch wirklich den Film an. Ich meine, allgemein Chris Pratt, in beiden Teilen sind seine Haare oft, wenn der die Maske an hat, also so gut wie nie gestylt. Ne? Die sind, wie gesagt, sehr locker immer und damit das Ganze natürlich auch realistischer halt wirkt. Ne?
Und ich muss sagen, das Ganze, was er hier gemacht hat, gefällt mir wirklich sehr gut. Hat er echt eine gute Arbeit halt hingekriegt, wie gesagt. Und wir reden halt von einem Sammler-Künstler in dem Fall, der erst halt, hat er mir gesagt, so 7 Monate, so ein halbes Jahr, 7 Monate mit das Ganze angefangen hat. Und dafür, muss ich sagen, hat er sich echt gut gesteigert. Und das Ganze, muss sagen, sieht echt, echt gut aus. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, auch auf meine Figur. Und ja, und falls ihr jetzt auch Interesse habt, ja, vielleicht auch einen Starlord, könnt ihr natürlich halt den guten Marco halt anschreiben. Er würde euch natürlich sagen, was das Ganze kosten würde, wie lange er natürlich für das Ganze braucht. Ich habe leider hier auch kein Zertifikat, was ihr selbstverständlich auch von Marco bekommen werdet. Und drauf steht natürlich, dass er das ja gemacht hat, was für Material hat er benutzt in dem Fall, was für Haare das sind. Weil das ist natürlich immer ein großer Unterschied. Ne? Ich habe euch ja schon mal anderen Custom-Arbeit gezeigt, was ich mir machen lassen habe. Und solche Haare sind überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen Kunsthaare, was die meisten Firmen benutzen. Das ist wirklich, das fühlt sich an wie ein echtes Haar. Ne? Und es fällt auch so. Und das könnt ihr auch viel besser stylen, wie diese blöden Kunsthaaren, was wie gesagt die meisten Firmen benutzen, was total unhandlich sind und wie gesagt und zu stylen furchtbar sind. Ne? Das ist einfach ein ganz klarer Fakt. In dem Fall hier habt ihr wirklich einen viel größeren Range, sage ich mal, wie ihr euch das Ganze halt zusammen stylen könnt und positionieren und und. Was ich noch dazu sagen wollte, genau, jetzt lassen wir den noch einmal drehen, oder ich drehe den jetzt, wie gesagt. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, den Headscale von Starlord aus dem zweiten Kapitel oder Volume 2. Das jetzt ist mein Headscale von Starlord aus dem ersten Volumen. Ne? Wie ihr sehen könnt, die Maske im Vergleich jetzt zu den neuen Headscale hat sich ein bisschen geändert, also auf jeden Fall den Paint. Und ungefähr sahen auch so die Haare aus von dem zweiten. So gesehen am Anfang, wo die noch gescalptet waren. Nur wenn ich mich nicht falsch erinnere, weil ich hatte selbst den Starlord aus dem zweiten Teil, die Haare waren heller. Weil dann haben die auch gemerkt, dass das Ganze nicht so ganz gepasst hat, weil die Haare von Chris Pratt in dem Film wirken halt schon fast ins Rötliche. Ne? Also das ist so ein Blond, was so halt so einen leichten Rot-Touch hat. Und in dem Fall hier war er so ein dunkelbraun, was eigentlich nicht so ganz gepasst hat. Also wirklich, schaut euch wieder die Szene an und so. Also Chris Pratt hat eigentlich eher so eine Haarfarbe und nicht so eine. Das stimmt überhaupt nicht. Durch die Änderungen, die er gemacht hat, hat sich aber absolut nichts geändert, was an die Beleuchtung angeht, die wir so gesehen trotzdem anmachen können. Ich habe sie ja schon getestet, bevor ich das Ganze so gesehen gedreht habe, weil ich wollte natürlich sehen, ob das halt auch alles funktioniert. Vielleicht kann ich auch auf die Schnelle euch das Ganze zeigen. Das ist halt natürlich immer so live nicht easy. So. Jetzt an. Ja. Wie ihr sehen könnt, die Haare leuchten, das Ganze funktioniert einwandfrei. Hinten ist wieder alles zu. Ja, und wirkt wirklich richtig, richtig nice aus. Also mir gefällt es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Vorher habe ich auch außerdem wieder meins auch getestet. Meins funktioniert auch noch. Wie gesagt, so würde das aussehen im Originalzustand und so jetzt mit den echten Haaren und wirkt wirklich sehr, sehr schön. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. So, lassen wir den vielleicht jetzt auch so ein bisschen drehen, weil das wirkt schon richtig nice, wenn seine Maske oder ja, eine Maske, was der so gesehen anhat, leuchtet, wirkt wirklich sehr, sehr cool. Also mir gefällt diesen Headscalp wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch wegen die Haaren und so, die nicht so perfekt sitzen, weil das macht einfach keinen Sinn. Dadurch, dass es halt so windig und regnet, so gesehen auf dem Planet, und wirkt wirklich sehr, sehr nice. So, ich würde mal sagen, das ist jetzt auch alles, was ich euch eigentlich zeigen konnte und sagen konnte über Marco. Wie gesagt, ihr findet alles in der Beschreibung, falls das Ganze euch gefällt. Schaut in der Beschreibung, werdet ihr einen Link finden über seinen Instagram-Account und sein Facebook-Profil. Da könnt ihr den anschreiben, falls euch das Ganze, wie gesagt, interessiert und gefällt. Und da wird euch Marco auf jeden Fall weitere Infos geben über die Zeit, was er ungefähr braucht, über die Kosten, was das Ganze kosten wird. Kann ich euch echt nur empfehlen, der ist ein ganz netter Kerl. Hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, die letzten Tage mit ihm zu unterhalten, weil
das ganze Custom-Thema ist halt so eine Sache. Viele natürlich sind immer noch ein bisschen skeptisch, wollen das nicht unbedingt machen, finden das sowas vielleicht unnötig, Geld auszugeben. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist halt immer so eine, das ist halt ein Unikat, was ihr dann habt. Ne? Das ist dann ein Sculpt, den ihr sagen könnt, okay, den hab ich, aber den hat nicht, den hast du nicht und den hat dann auch vielleicht ein anderer nicht, ne? Weil nicht jeder entscheidet sich natürlich für sowas. Eine Sache ist klar, solche Customs-Arbeiten sind natürlich gedacht für Sammler, die ihre Figur im Normalfall auch behalten und für eine längere Zeitraum, ne? Und nicht die, wo jetzt die ganze Zeit immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich tue meine Sammlung immer ein bisschen ändern, ich kaufe und verkaufe. Für die lohnt sich sowas natürlich eher weniger. Obwohl, man muss ja eigentlich ganz klar sagen, wenn ihr so ein Sculpt verkauft und der ist ja gut gemacht, ihr werdet schon auch einen Sammler finden, der dazu bereit ist, natürlich ein bisschen mehr auszugeben. Dafür bekommt er direkt eine Figur, die so gesehen gecustomized ist und so, und die auch gut aussieht, ne? Die er selber so gesehen gut findet. Das ist auch immer so ein Thema, wie gesagt, viele denken, na, sowas kriegst du dann nicht mehr los. Das kommt immer darauf an, wer es gemacht hat, wie gut das gemacht ist, ob das dir natürlich gefällt. Ich habe schon öfteres Fälle gesehen, wo wirklich nur ein Sculpt verkauft wurde von, was weiß ich, irgendeinem anderen berühmten Künstler. Und wenn die Leute wissen ganz genau, was so ein Sculpt kostet und was viel wichtiger ist, wie lange normalerweise dauert, weil so die ganz berühmten Künstler am Wartezeit, die sind furchtbar, wirklich furchtbar. Ich habe selbst ja auch von anderen, ich habe noch ein paar Altsculpts, die sind auch noch unterwegs an anderen Künstler, und da habt ihr manchmal Wartezeit bis zu ein Jahr, wenn nicht noch mehr, ne? Und das ist halt krass. Deswegen sage ich ja, wenn ihr sowas kauft von irgendjemand anderen, der die komplette Figur verkauft oder nur den Headsculpt, da könnt ihr wirklich manchmal direkt zuschlagen, weil wenn ihr mitkriegt und so, was für Wartezeiten habt ihr, außer jetzt die Kosten, weil wie gesagt, die Geldsache ist ja natürlich auch, muss man auch damit berechnen, dass es halt nicht immer ganz günstig ist, aber was viel krasser ist halt die Wartezeit. Ihr habt dann halt eine Figur über ein Jahr ohne Headsculpts, ne? Ich meine, in dem Fall von Star-Lord ist halt nicht so wild, weil man hat ja immer zwei. Dann kann man dann halt die Figur mit den anderen Headsculpt displayen, aber wenn ihr keinen zweiten Headsculpt habt und so, dann müsst ihr halt so lange warten. Viele steigen tatsächlich auch schon aus diesem Grund aus, ne? Deswegen, wie gesagt, immer wirklich schätzen, was Künstler für eine Arbeit reinstecken, was die genau machen, wie anders wirkt eigentlich so ein Headsculpt, der bearbeitet ist und so. Das ist wirklich einfach was anderes. Das müsst ihr einfach einmal wirklich live sehen, um zu verstehen, wie gut oder schlecht für euch das Ganze halt aussieht, aber schlecht in dem Fall eher nicht, kann ich euch versprechen. Das ist so wirklich, dass ihr es einmal ausprobiert habt und so, kann ich euch garantieren, im Normalfall, wenn es euch wirklich gut gefällt, werdet ihr danach auch andere Sachen machen lassen. Also so habe ich zumindest auch für meine Sammlung gemacht. Aber das entscheidet natürlich jeder Sammler so für sich. So, das ist aber jetzt wirklich alles. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Like zu hinterlassen, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt, zu diesem Headsculpt, was Marco gemacht hat. Wie gesagt, ich finde den wirklich recht toll geworden, und in der Beschreibung, wie gesagt, werdet ihr auf die ganzen Links finden zu seinem Instagram-Account, Facebook-Profil, meine Instagram-Account, wo ihr so gesehen auch folgen könnt, wenn ihr wollt. Ja, das ist wie gesagt jetzt aber auch alles, und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Lassen wir den noch einmal drehen, den guten Star-Lord. So, tschüss!